Hallo, mein lieber Zwilling, mein Name ist Zio und ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Hier kommt dein Zeichen vom Universum. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Zwilling. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Bitte beachte, dies ist eine allgemeine und zeitlose Legung für das Kollektiv der Zwillinge. Nimm daher auch nur das mit dem du wirklich in Resonanz gehst und schau dir bei Bedarf gerne ergänzend die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond an. Ich werde nicht das sagen, was man gerne hören möchte, sondern das, was gebraucht wird. Bitte beachte außerdem, dass Karten keine Macht und keine Kontrolle über dich haben und auch nichts erzwingen können. Nur du trägst die volle Verantwortung für dein Leben und deine Entscheidungen. Und jetzt schauen wir uns an, welche Botschaft das Universum heute für dich hat. Ja, mein lieber Zwilling, da ist etwas los bei dir, so wie das hier aussieht. Es geht hier aktuell darum, dass du bei irgendeiner Angelegenheit das Gefühl von Eile verspürst oder schnell handeln zu müssen. Und das Ganze ist irgendwo gepaart mit einer Angst. Da werde ich jetzt mal schauen, ob wir hier vielleicht ein bisschen mehr Informationen bekommen können. Überleg du dir, ob du mit dieser Legung in Resonanz gehst. Denn das ist etwas, was du auch klar weißt, ja. Also das ist jetzt nichts, wonach man graben muss. Das ist jetzt ein Thema, was das Hier und Jetzt betrifft. Und es geht hier um einen Stillstand. Ich gebe sie mal dahin, die Karte. So, es geht um einen Stillstand. Also da geht es um eine Angelegenheit, die offenbar schon länger stagniert oder in eine Stagnation geraten ist oder sehr schleppend vorangeht. Vielleicht geht es Schritt für Schritt und es sind aber nur winzig kleine Schritte gefühlt. Und ja, hier verspürst du jetzt das Gefühl von Eile und auch irgendwo die Sorge, dass dir hier irgendetwas drohen könnte. Das kann natürlich auch sein, oder dass eine Chance vorübergeht. Kann natürlich auch Ungeduld sein, die hier mitschwingt. Ich kann dich aber auch beruhigen, mein lieber Zwilling, denn von außen betrachtet erkennt man, dass du hier drauf und dran bist, eine Lösung für diese Sache zu finden, ja? Und zwar eine gute Lösung, ja? Auch wenn das jetzt aus deiner Sicht vielleicht nicht so aussieht, auch wenn das aus deiner Sicht gerade ein bisschen ja eine schwierige Situation ist, das ist aber auch vollkommen verständlich. Wichtig ist auch, mein lieber Zwilling, was das Thema Angst betrifft. Eine Angst ist meistens eine Illusion, ja. Kann natürlich auch auf etwas hindeuten, was wichtig ist, aber üblicherweise ist eine Angst etwas, das gar nicht wirklich existiert, obwohl es sich total real anfühlt. Und es kann hier sehr gut sein, dass es hier einfach darum geht, sich etwas zu stellen oder etwas zu machen, was man vielleicht eine Zeit lang hinausgeschoben hat. Und die Angst ist dadurch immer weiter genährt worden und gewachsen. Und da geht es dann schon auch oft darum, sich damit auch zu konfrontieren, ja, was auch immer das hier ist. Ich würde mal vorschlagen, wir schauen jetzt mal weiter in die Blockaden, die hier aktuell hochgefahren sind. Diese Blockaden möchten auch aufgelöst werden, sorgen hier und da für Verzögerungen und Stillstände. Und wenn sie dann aufgelöst sind, dann stellt sich üblicherweise das Gefühl von Erleichterung ein und die Dinge kommen wieder mehr und mehr in den Fluss. Und hier haben wir eine Unwahrheit auf deiner Ebene. Also irgendjemand ist hier nicht ganz ehrlich. Das heißt jetzt aber nicht, dass das eine böswillige Lüge ist. Es gibt ja auch schließlich Notlügen oder kleinere Lügen, wo die, ja, wo bestimmte Dinge an, ja, beschliffen werden in ihrer Bedeutung. Also das kann schon etwas sein, wo hier etwas beschönigt wird beispielsweise. Ich schaue mal nach, ob wir hier ein bisschen mehr erfahren können.
Okay, es geht hier um irgendetwas, was dein Umfeld betrifft. Das war aber auch zu erwarten, dass das hier vermutlich etwas jemand beziehungsweise jemand ist, der in deinem Umfeld sich befindet, können auch, ja, kann natürlich auch eine Gruppe sein. Es geht hier um eine Unwahrheit. Also es kann natürlich auch sein, dass du hier irgendwo die Unwahrheit gesagt hast. Ich meine, ja, das kommt, denke ich, vor. Es gibt ja auch viele Studien zu dieser Thematik. Also es ist hier nur einfach so, hier geht es um eine Unwahrheit, die alles aufhält. Also ich habe aber mehr das Gefühl, dass diese Unwahrheit von außen kommt. Und es kann auch sehr gut sein, dass du weißt, was das ist. Also dass das hier nichts Unbekanntes ist. Hier empfiehlt es sich, wenn du jetzt nicht so sicher bist, beziehungsweise wenn der Rest der Legung bisher mit dir in Resonanz geht, dann empfiehlt es sich zu reflektieren, wie verhalten sich die Menschen in deinem Umfeld? Machen sie das, was sie sagen? Oder sagen sie etwas und machen sie etwas komplett anderes? Das kann auch oft dabei helfen zu erkennen, was hier los ist. Also nochmal, das muss überhaupt nichts Tragisches sein. Das kann auch einfach eine Kleinigkeit sein, wo du vielleicht eine Fehlinformation erhalten hast, wo sich vielleicht auch jemand schützen wollte. Ja, also das kann auch sein. Böses muss es nicht unbedingt gehen. Und es hat eben auch mit dieser Sache zu tun, wo du das Gefühl hast, es muss jetzt, es muss vorangehen, hier muss etwas ganz schnell geschehen. Wenn wir hier weiterschauen, ist hier noch etwas blockiert und da geht es, ja, in weiterer Folge eigentlich kann man das auch zweimal hier erkennen. Hier geht es um Energie und Energiefluss. Eben, dass du das Gefühl hast oder dass hier dieser Flow einfach gestört ist oder blockiert ist. Also hier geht es direkt um diesen Stillstand. Und ich denke, was hier sehr, sehr wichtig ist, ist auch zu erkennen, gibt es hier vielleicht schon eine Struktur, wie man das umsetzen kann, wo du das Gefühl hast, handeln zu müssen? Also ich weiß jetzt nicht, um was es hier bei dir natürlich konkret geht, aber es geht hier auch darum, dass es in den Fluss kommen soll, ja? Also das heißt nicht, dass wenn das hier in den Blockaden liegt, dass das so bleiben soll, sondern es geht darum, in den Fluss zu kommen. Und das haben wir zweimal liegen, mein lieber Zwilling, auch was das Umfeld betrifft. Ich meine, was das Umfeld betrifft, das ist jetzt irgendwo klar, dass hier die Dinge ins Stocken geraten sind, weil es hier um Unwahrheiten geht. Und das kann, wie gesagt, auch etwas ganz Kleines sein. Etwas eher Belangloses auf den ersten Blick. Also das ist hier auch möglich, ja. Ich habe aber das Gefühl, dass du vermutlich weißt, wo diese Unwahrheit ist, beziehungsweise man recht leicht herausfinden kann, wo hier nicht, ja, wo hier nicht die ganze Wahrheit gesagt worden ist oder du eben nicht alle Informationen bekommen hast. Also als Beispiel kann es auch etwas sein, dass hier jemand mit irgendetwas Erfolg hatte, aber eben nicht die ganze Geschichte dazu erzählt. Oder irgendetwas beschönigt oder vielleicht schwierige Phasen auslässt, die aber sehr, sehr wichtig wären, beispielsweise. Also nur als komplett externes Beispiel, was das hier alles sein könnte. Und wie gesagt, es betrifft hier eben das Umfeld. Das ist hier anscheinend wichtig. Ich würde hier aber die Ruhe bewahren, denn von außen betrachtet sieht man, dass du hier bereits am Lösungsweg bist, ja? Also das ist hier wichtig. Ich denke, es ist auch wichtig, einfach zu beobachten, was hier los ist. Wir schauen jetzt mal in die Lösungsimpulse vom Universum, ob wir hier noch ein bisschen mehr Aufschluss bekommen können, was du tun kannst, um deine Situation zu verbessern, beziehungsweise was auch all diese Thematik hier betrifft, also diese Blockaden hier, die das Umfeld betreffen. Ich fange jetzt hier in der Mitte an, denn diese Karte ist mir am meisten auch ins Auge gesprungen, als ich die Karten gezogen habe. Und hier geht es um Abhängigkeiten. Also das kann jetzt natürlich eine emotionale Abhängigkeit sein, das kann auch eine finanzielle Abhängigkeit sein. Ich glaube, hier könnte es durchaus auch eine Ablenkung sein von dem, was du eigentlich machen möchtest.
dass hier vielleicht bestimmte Tätigkeiten, dass du hier vielleicht bestimmte Tätigkeiten ausführst, die dir in Wahrheit nicht wirklich etwas bringen. Und das sage ich auch immer wieder dazu, eben etwas ist, was dich, was viel Zeit kostet, vielleicht auch Energie, vielleicht auch Geld. Aber du hast im Endeffekt nicht wirklich etwas davon. Und das ist hier sehr, sehr wichtig, denn genau diese Dinge blockieren hier das Vorankommen. Und genau diese Dinge oder diese Tätigkeiten, die sollst du jetzt erkennen, dem sollst du dich widmen. Also hier ist Reflexionsarbeit angebracht, je nachdem, um was es hier geht. Das kann natürlich auch sein, dass hier eine persönliche Verstrickung mitschwingt, dass beispielsweise eine Person in deinem Umfeld aktuell überdurchschnittlich viel Aufmerksamkeit braucht. Was jetzt auch nicht heißt, dass diese Person bösartig ist, denn vielleicht gab es da einen Schicksalsschlag etc. etc. Und dahingehend ist es einfach auch wichtig, dass du dir dann selber Limits setzt, wenn das hier das Thema ist beispielsweise. Dann kann es natürlich auch darum gehen, wenn das eine finanzielle Abhängigkeit ist, wie kann man das lösen oder wie, in welcher Form besteht diese Abhängigkeit? Und ich denke, der erste Schritt, also so wie das hier vermittelt wird, ist zu erkennen, was es ist. Was ist hier diese Abhängigkeit oder diese Ablenkung, die hier sehr viel Energie von dir braucht? Und dann im weiteren Schritt kannst du dann entscheiden, was du daraus machst. Möchtest du das lösen, was auch immer das ist, oder auflösen, beenden? Möchtest du das transformieren? Wenn hier eben andere Personen involviert sind, was ich mir sehr gut vorstellen kann. Und hier kann es dann auch darum gehen, dass man hier Gespräche miteinander führt. Ja, also dass man schaut, ob man hier eine andere Lösung finden kann. Also es muss nicht immer alles enden, was sich als schadhaft herausstellt, sondern meistens geht es auch darum, das Ganze ja zu regulieren, damit es dann eben auch in den Fluss kommt. Und genau das ist hier so wichtig. Genau das blockiert hier diesen Energiefluss, den du aktuell so sehr brauchst. Ja, dann schauen wir mal weiter. Und hier geht es ums Schicksal. Da möchte ich jetzt auch ein bisschen mehr Information, denn Schicksal ist schön und gut, liebes Universum, aber da wollen wir doch ein bisschen mehr Information bekommen, was hier los ist. Okay, es geht wieder um dieses Thema. Also das ist wirklich spannend. Es geht hier wieder um das Thema Unwahrheiten. Also das ist hier offenbar sehr, sehr markant. Wie gesagt, wenn du jetzt hier nicht weißt, was diese Unwahrheiten sind, würde ich in erster Linie Ruhe bewahren, denn das ist hier eine allgemeine Kartenlegung. Wenn du weißt, um welche Unwahrheiten es geht, dann kannst du natürlich weitermachen und es geht hier auch darum, dass das hier aufgedeckt wird. Ich würde, wie gesagt, Ruhe bewahren, wenn du jetzt nicht weißt, worum es hier geht oder ob es hier Unwahrheiten in deinem Feld gibt. Wie gesagt, observieren, beobachte dein Umfeld. Du hast ja auch schon gewisse Erfahrungswerte. Und das kann man dann oft recht gut erkennen, wer hier ehrlicher ist, wer hier offener ist. Und wer Dinge gerne beschönigt oder bestimmte Details weglässt, also das kann man schon herausfinden. Und das ist offenbar ein wirklich wichtiges Thema. Ich weiß, es ist natürlich auch ein bisschen eine unangenehme Sache, aber es kommt ja, wie gesagt, sehr, sehr klar heraus, dass das hier jetzt wichtig ist. Und das ist jetzt auch das soll jetzt auch so sein, das soll jetzt auch geklärt werden, ja. Jetzt bekommen wir hier noch eine Information und da möchte ich ganz gern wissen, in welche Richtung das geht. Denn da gibt es auch mehrere Optionen, wie wir das deuten können. Okay, das ist auch sehr eindeutig. Hier geht es darum, Platz zu schaffen, vor allem was das Umfeld betrifft. Das bedeutet Aufräumen im Umfeld, Dinge abschließen, Dinge finalisieren. Das heißt jetzt nicht zwingend, dass du hier
Menschen aus deinem Feld verabschieden sollst. Kann natürlich sein, ja. Aber das sind dann auch Menschen, wo du schon länger überlegst, wie das weitergehen soll. Das können Menschen im Freundeskreis sein, im familiären Umfeld, im beruflichen Umfeld. Kann natürlich auch hier darum gehen, dass eine Partnerschaft vielleicht seit Jahren toxisch verläuft und man hier vielleicht einen Schlussstrich ziehen möchte. Kann aber auch darauf hindeuten, dass hier Gespräche geführt werden sollen, Dinge ins Reine gebracht werden sollen, Dinge, die hier schon lange anstehen. Das kann, und ich glaube, es betrifft vermutlich auch mehrere Verbindungen und das ist hier sehr, sehr wichtig. Also egal, ob diese Personen dann in deinem Feld bleiben oder nicht. Es geht ja darum, das zu klären, denn genau dadurch wird die Unklarheit ausgelöscht und es entsteht mehr Platz. Denn ich denke, hier schwingt auch diese Angst mit, die sehr viel Raum einnimmt, mein lieber Zwilling. Und das ist hier auch sehr, sehr wichtig. Also hier Dinge abzuschließen, zu finalisieren. Vielleicht geht es ja auch um Projekte, die abgeschlossen werden sollen, beziehungsweise sich darum zu kümmern, hier bestimmte Dinge zu beenden. Und ja, da kann es natürlich auch darum gehen, dass du dich vielleicht damit auseinandersetzen sollst. Gibt es hier vielleicht Energievampire in meinem Umfeld? In der Hinsicht, also wir können natürlich auch selbst Energievampire sein. Das sage ich der Vollständigkeit halber nur noch dazu. Gibt es hier vielleicht Energievampire in deinem Umfeld, wo schon länger eine Verbindung besteht? Menschen, die dich auslaugen, wenn du zu viel Zeit mit ihnen verbringst. Und auch hier ist es wichtig, sollte man hier Limits setzen oder geht es ja eben darum, dass man sagt, bis hierhin und nicht weiter. Ja, also das ist hier sehr, sehr wichtig und es geht ja auch um etwas Großes, mein lieber Zwilling. Wir haben hier auch viele Einsen und wir haben hier auch sehr viel Schicksal, das mitschwingt und hier soll das ganze System, habe ich das Gefühl, wieder rundlaufen und dafür sind jetzt einige Schritte einfach notwendig. Wie viel Zeit das in Anspruch nehmen wird, das ist natürlich sehr, sehr individuell. Kann auch sein, dass man hier eine Zeit lang überlegen muss, wie man hier vorgehen soll. Aber es gibt hier auf jeden Fall eine Lösung, vor allem, dass hier ja diese Sache, die hier in Stocken geraten ist, ja wieder angeworfen wird. Und das meiste ist hier im Umfeld zu finden. Und jetzt schauen wir uns noch die Tendenz an, also was höchstwahrscheinlich als nächstes auf dich zukommt. Und hier geht es darum, dass sich hier eine Blockade lösen soll und das hat mit einer Person zu tun, die offenbar übergriffig sein könnte, also übergriffige Charakterzüge hat, Grenzen überschreitet, sich vielleicht auch Zutritt zu privaten, also zu deinem Privatbereich verschafft oder hier, ja, Dinge, wo man eben Grenzen setzt, wo man fragt, ob man diesen Raum beispielsweise betreten kann, nur als Beispiel. Und diese Person macht einfach. Und hier zeigt sich eine Person eben in der Tendenz, also in der höchsten Wahrscheinlichkeit, wo es hier eben darum geht, dass hier auch eine Art Abhängigkeit besteht, die hier bewusst gemacht wird. Und hier geht es jetzt aber nicht zwingend darum, dass diese Person dein Leben dann verlassen soll. Das bleibt hier irgendwo auch offen. Ja, und sowas möchte ich auch offen lassen, denn diese Entscheidungen sind sehr, sehr schwierig und auch eine heikle Angelegenheit, sollte auch immer wohl überlegt sein. Also es bleibt hier offen, ob diese Person bleibt oder geht. Was für dich wichtig ist, ist, dass du hier Klarheit hast. Dass es hier vielleicht auch darum geht, das zu klären. Also es kann sehr gut sein, dass du das mit dieser Person klären kannst. Oder eben, dass man sagt, okay, hier bis hierhin und nicht weiter. Denn ich habe auch das Gefühl, dass diese Person dann ihr wahres Gesicht offenbart. Und das kann auch in alle Richtungen natürlich gehen. Ist aber vollkommen irrelevant, denn bei dir löst sich dann etwas. Ja, also bei dir kommt etwas in den Fluss
Eine Langzeitblockade kann sich hier eben auflösen, dadurch, dass du dich dieser Angelegenheit stellst. Also dadurch, dass etwas in die Sichtbarkeit für dich kommt, ins Bewusstsein kommt, beginnt sich hier etwas zu lösen. Wie du diese Verbindung dann, wie diese Verbindung bestehen bleibt, ob sie bestehen bleibt oder nicht, das ist etwas, was offen bleibt. Kann sehr gut sein, dass man das Ganze klären kann. Ja, was das Umfeld betrifft, können wir hier noch erkennen, dass hier ein Umbruch ansteht, eine Trendwende, eine starke Veränderung. Das kann jetzt eben darauf hindeuten, dass du vielleicht auch schon drauf und dran bist, dich von bestimmten Menschen zu lösen. Kann aber auch darauf hindeuten, dass in dir eine Veränderung vor sich geht, die wirklich ansteht. Dazu tendiere ich auch sehr, also dass du hier für dich, dass hier in dir eine Veränderung geschieht, wo du dich anders verhältst oder bestimmte Dinge nicht mehr duldest. Denn ich habe irgendwo auch das Gefühl, dass du hier sehr viel gegeben hast oder sehr viel gemacht hast bereits und dass du hier dann auch deine Grenzen erkennst und diese dann auch schützt. Also auf das soll das Ganze hinauslaufen, weil nämlich diese Energie hier auch freigesetzt wird, dieser Fluss wird freigesetzt. Und sobald der freigesetzt wird, wirst du, so wie das hier aussieht, keine Lust mehr drauf haben, dass das wieder blockiert wird. Und wirst dann offenbar auch Grenzen setzen. Kann natürlich auch beides sein, kann natürlich auch sein, dass du hier merkst, dass die eine oder andere Person eben nicht mehr in dein Feld passt. Aber wie gesagt, das lasse ich hier offen. Das zeigt sich hier jetzt auch nicht wirklich klar. Es ist eine Option. Möchte auch gut überlegt sein, ja. Also oft kann man Dinge auch noch in die Heilung bringen. Und dann haben wir hier noch eine Information und es geht hier um einen Reifeprozess. Auch das liegt hier in der Tendenz. Also du wächst hier über dich hinaus. Also auf das läuft das Ganze hinaus. Ich denke, das ist doch ganz logisch, denn hier kannst du irgendetwas, was hier schon lange mitgeht oder was du vielleicht lange geduldet hast, korrigieren für dich in Ordnung bringen, dass du auch damit zufrieden bist. Ja, also diese Unwahrheiten, die hier mitschwingen. Keine Ahnung, warum dieses Thema hier so markant herauskommt. Aber es geht ja um ein Thema im Umfeld, das zu einem Reifeprozess in dir führt, wo du dich dann auf einer höheren Bewusstseinsebene wiederfinden sollst. Noch einmal, wie lange das dauern wird, das kann man sehr schwer sagen. Das wird bei jedem unterschiedlich lange dauern. Geh es einfach in deinem Tempo, denn das ist immer das richtige Tempo, mein lieber Zwilling. Und lass dich hier bitte nicht zu irgendetwas drängen oder zu einer Eile bringen, außer du hast das Gefühl, es ist hier jetzt angebracht, irgendwo Gas zu geben. Ja, dann kommen wir zum Abschlussritual und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich, möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen.